Ja, ich begrüße alle Gäste zu unserem literarischen Abend. Wir machen eine Lesung aus den Schriften von Klaus Siegel und erzählen auch ein bisschen was zu seinem Leben. Und es ist unsere traditionelle Gustl Angstmann Gedenkveranstaltung. Gustl Angstmann ist 1998 gestorben, das sind ja jetzt auch schon 25 Jahre her. Und im Forum haben wir vor einigen Jahren damit begonnen, ihm zu ehren, aus seinen Werken zu lesen, beziehungsweise einen Dichter, einen Schriftsteller aus der schwulen oder lesbischen Szene einzuladen, der oder die ihre eigenen Werke vorstellen kann. Heute freut es mich, dass wir Klaus Siegel vorstellen können, und beide sind in etwa gleich alt gewesen und haben in etwa auch einen ähnlichen Lebensweg und haben sich auch hier und da mal gekannt. Und dazu habe ich drei Gäste hier, und die wir zu dritt werden, denke ich mir, zu viert, werden wir diesen Abend ganz nett gestalten. Zunächst also so viel zum Anlass der Veranstaltung. Und da beide schwulenpolitisch bewegt und bewegend bayerisch-literarisch unterwegs waren, haben wir also einen gemeinsamen Nenner, auf den wir immer wieder zu sprechen kommen werden. Ganz kurz zu Gustl Angstmann. Er ist am 12. Januar 1947 in München geboren und eben am 1. Januar 1998 in München auch gestorben. Er war Psychotherapeut, Pädagoge, Schriftsteller und Schwulenaktivist. Er war Mitbegründer der Münchner Schwulenbewegung, und dazu werde ich Wolfgang dann auch noch befragen, in den frühen 70er Jahren, Mitinitiator verschiedener Emanzipationsgruppen, und war auch bei den Schwusos, also bei der schwulen Gruppe der SPD, tätig. Er war in der HUK, Homosexuelle und Kirche, tätig, in der Rosaliste und in der AIDS-Hilfe. Und er ist einer der ersten offen schwul schreibenden Autoren in Bayern gewesen. Sein Erstlingswerk, Ein ganz normaler Mann, erschien 1982 über das schwule Leben in München. Ihm folgten mehr oder weniger autobiografisch geprägte Werke wie etwa Der Stotterer, Herzschläge, Novizen und ein Krimi bei Liebe, Mord. Das entstand alles so in dem Zeitraum 1982 bis 1997. Gustl Angstmann kommentierte ganz gerne die stadt- und landespolitische Geschichte oder politische Entwicklung in der Stadt in seiner Kolumne im Südwind. Der Südwind war ja eine Schwulenzeitung, die bis 1997 erschien. Und da hatte er die Kolumne Der Grandler. Der Grandler, war ihn auch dabei, ist dann mal zusammengefasst worden. Hier sind alle seine auf breitesten bayerisch verfassten Kommentare zur schwulen Szene, aber auch zu dem, was sich politisch so getan hat in München, zusammengefasst. Ja, genau. Ich denke mir, das ist so als Einstieg schon mal eine kleine Orientierung. Und jetzt begrüße ich meine Gäste. Mit wem fange ich an? Mit der Dame zuerst, Barbara Bauer. Schön, dass du gekommen bist. Wer bist du und was hat dich mit Klaus Siegel verbunden? Ja, wer bin ich? Sehr gut. Der erste Text heißt schon, wer ich bin. Den liest Schwierige du Frage. Ich bin vom Beruf Rechtspflegerin gewesen, jetzt in Pension. Habe mich auch immer für Schreiben interessiert, habe auch zwischendrin immer Phasen, wo ich selber was schreibe. Den Klaus habe ich kennengelernt in einem Volkshochschulkurs, Literatur selber machen. Und das hat mich eben fasziniert. Genau das war das, was ich machen wollte. Und habe dann diese erstaunliche Duo Klaus Siegel und Virgilio Jafrati kennengelernt. Und das ganz andere, eben anti-autoritäre Verhalten und diese Freiheit, das, was man schreiben darf, dass man alles schreiben darf und so. Und war auch ein bisschen verliebt in Klaus, habe aber sehr schnell gemerkt, dass mir da der Schnabel sauber bleibt. Und es ist eben dann eine lebenslange Freundschaft draus geworden. Und für mich war der immer wie ein Bruder, ja, ein großer Bruder.
Du hast auch erzählt, dass ihr sehr eng eigentlich miteinander verbunden wart. Also in dem Sinne, dass ihr Lebensprobleme eigentlich gegenseitig anvertrauen konntet. Also es war eine enge Freundschaft, kann man sagen, die so lange hielt. Ja, für mich war er auch immer so eine Art Vorbild und Lehrer, weil er war ja doch ein Stückchen älter wie ich. Und er war richtig 68er Generation und ich war da so hinterher getröpfelt. Und ihm hat es auch wohl Spaß gemacht, so ein bisschen eben mein Vorbild zu sein. Mhm. Und die kleinen Schwester zu sagen, wo es lang geht. Danke, Barbara. Jetzt erstmal so viel zum Einstieg. Wir lernen ja Klaus auf die Weise mehr und mehr kennen, denke ich mir, wenn wir so reflektieren. Vielleicht Daniel, was kannst du dazu sagen? Also ich bin ganz jung beim Klaus in Untermiete eingezogen. Ne? Ich war damals 19 Jahre alt und habe gerade meine Ausbildung abgeschlossen und brauchte in München eine Wohngelegenheit und der Klaus hat zu der damaligen Zeit eines seiner Zimmer regelmäßig vermietet und so bin ich dann bei ihm gelandet und habe ihn dann eigentlich 25 Jahre wie einen väterlichen Begleiter erlebt. Ja, so würde ich es jetzt mal formulieren. Mhm. Es war immer ein Ansprechpartner für mich in sowohl in fachlichen als auch in persönlichen Fragen. Ich konnte ihm zur Zeit in der Berufsoberschule, als ich gerade mein Abi nachgemacht habe, konnte ich ihn immer irgendwie zu irgendwelchen thematischen Geschichten fragen, zu arbeiten. Und das war im Prinzip auch im Studium so. Das war ganz wunderbar. Der hat sich dann halt einfach mal die Seminararbeiten angeschaut und war da eigentlich auch immer mit großem Fleiß mit dabei und ich glaube, ohne ihn hätte ich mein Studium mit viel, viel mehr Mühe geschafft. Ja. Ich habe ihm da also ganz, ganz viel zu verdanken. Ich konnte auch in diese Wohnung oder vielmehr in dieses Zimmer immer dann auch zurückkehren, wenn bei mir mal die Situation irgendwie schwierig war. Sprich, wenn mal wieder Zeiten da waren, wo ich trotzdem wieder auf Wohnungssuche war oder wo man auch mal einen Rückzugspunkt hatte. Und das empfand ich immer als etwas ganz, ganz Großartiges. Und das konnte ich sogar ohne Anmeldung machen. Da war er ja grundsätzlich auch immer sehr, sehr offen, was Besuch bei ihm anging und völlig unkompliziert. Mhm. Und so waren wir eigentlich jetzt dann 25 Jahre sehr verbunden. Und gerade in den letzten Jahren, da hatte ich dann auch irgendwie das Bedürfnis, mich noch intensiver ein bisschen kümmern zu müssen. Und habe mich dann also auch fast durchgängig in den letzten Jahren dort in der Wohnung aufgehalten. Mhm. Das ist jetzt so der Zeitraum 1990 bis 2015? Ja, ich hab in der Studienzeit bei mir so 95 bis 2002 hatte ich eine eigene WG. Also selbst mein Mitbewohner hat dann seine Magisterarbeit bei ihm schreiben dürfen. Wir haben ihm genauso viel zu verdanken. Und dann in den Jahren davor, in den Jahren danach, war ich dann auch trotz eigener Wohnung doch regelmäßig dort. Ja. Mhm. Und gerade die Sonntagabende, die haben so Ritualcharakter gehabt. Da gab es immer den Tatort. Die Barbara kam, wie vorhin schon gesagt, immer mit dem Essen vorbei. Und das waren so ganz, ganz feste Einrichtungen, ja, nachdem wir uns da ausgerichtet haben. Für euch beide also so ein Fixpunkt im Leben, kann man sagen? Ich habe immer gesagt, meine ambulante WG, weil ich ja da nicht gewohnt habe, aber halt eben Tag und Nacht willkommen war letztlich. Mhm. Ja. Also jenseits des Schreibens und des Zusammenwohnens gab es ganz viele Berührungspunkte, die für euch einfach wichtig waren und die jetzt auch knapp acht Jahre nach seinem Tod eigentlich auch immer noch weiterwirkten. Und wir im Forum Queeres Archiv haben ja auch insofern davon profitiert. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, da hatte uns Thomas Niederbühl informiert,
gibt eine Beerdigung und so weiter. Aber dann haben wir uns, dann war ich auch kurz in der Wohnung gewesen, aber dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ihr seid auch dran geblieben und habt gesagt, da gibt es was abzuholen, da gibt es was Spannendes eigentlich. Und Gott sei Dank ist es so gekommen. Und nun haben wir 5 Kisten mit Material hier, auf das wir jetzt im Laufe des Abends noch ein bisschen eingehen werden. Einer, der das Material auch gesichtet hat, und zwar unter einem ganz bestimmten Aspekt, ist der Wolfgang Scheel. Auch du herzlich willkommen hier. Erzähl du noch so ein bisschen was. Du hast ja Klaus Siegel genauso wenig wie ich selber persönlich kennengelernt, aber beschäftigtest dich auch damit. Genau. Also kurz zu mir, ich bin hier im Forum auch jetzt seit einiger Zeit engagiert, gehöre auch zur Gruppe der Guides, die Stadtführungen machen, queerhistorische Stadtführungen, genau. Und im vorletzten Jahr habe ich einen Splitter in der Reihe Splitter des Forums geschrieben, anlässlich des 50. Jahrestages der Gründung der ersten homosexuellen Gruppe der modernen oder der neuen homosexuellen Bewegung. Und da ist Klaus eigentlich einer der beiden Gründerpioniere. Und um da dann entsprechende historische Quellen zu haben, habe ich alles, was zu finden war, war eine ganze Menge, zumindest sehr viel Aussagekräftiges, was schon im Forum war, ausgewertet. Und dann, als die Kisten kamen, war ich natürlich ganz aufgeregt, ob ich vielleicht in den Tagebüchern etwas sozusagen autobiografisches, also von einem Gründer finde über diese aufregende Zeit, wie das dann ausgegangen ist, sage ich dann nachher. Jedenfalls bin ich mit klopfendem Herzen an die Tagebücher gegangen, da es viele waren, habe ich mehrere Stunden gesucht. Insofern war jetzt hier der große Nachlass, der zu uns ins Forum kam, auf jeden Fall nochmal eine Bereicherung. Ich habe mir auch manches dann notiert für, falls es das mal gibt, eine zweite Auflage. Wir hatten ja drüber gesprochen, genau. Das wäre gerade im Blick auf Klaus Siegel, könnte da durchaus noch eine Seite dann Ergänzungen aufgrund dieser zusätzlichen historischen autobiografischen Quellen dazukommen. Genau, und Gustl Angstmann, das ist ja sozusagen der über diesen literarischen Abenden steht, der hatte eben auch in der homosexuellen Aktionsgruppe München, eben der ersten Homo-Gruppe, mit Klaus Siegel Kontakt. Gleich beim Gründungstreffen, dessen 50. Jahrestag wir ja groß gefeiert haben mit einem Festakt. Und Klaus Siegel steht am Anfang mit noch einer anderen Person, die gar nicht so bekannt ist, aber auch sehr wichtig ist. Und ich nenne Gustl Angstmann immer das Kontinuum der homosexuellen Aktionsgruppe, weil er die meisten Jahre an entscheidender Stelle dort nicht nur mitgemacht hat, sondern auch mitgestaltet hat. Und insofern haben die beiden sich irgendwie auch den Staffelstab die Hände gegeben von Klaus Siegel, der den Anfangsimpuls setzte, zu Gustl Angstmann, der die viele Jahre dieser Gruppe dann gestaltet hat. Aber dazu in den Details nachher noch ein bisschen mehr. Frage ich dich noch. Gut. Ich lese gleich was von Klaus Siegel vor, und davor möchte ich aber noch sagen, wir haben tatsächlich 4 große Umzugskisten mit Material hier bekommen. Wir sind noch gar nicht so recht durchgekommen durch die Kisten. Aber in den Kisten befinden sich sehr, sehr viele Tagebücher. Und wenn ich mich recht entsinne, beginnen sie so Anfang der 1960er Jahre. Das heißt so Mitte der 60er Jahre, das heißt so mit 20 ungefähr, hat er sehr intensiv angefangen, Tagebuch zu schreiben. Es ist sehr viel Intimes, sehr viel Selbstbespiegelung in den Tagebüchern drinnen. Es geht weniger um das politische Geschehen oder auch um das gesellschaftliche Geschehen in München, sondern es geht sehr, sehr stark darum, wie er auf andere wirkt, was von anderen auf ihn einwirkt und wie er in diesen bewegten 60er Jahren, 70er Jahren damit umgeht. Er hat ungefähr bis in die 90er Jahre geschrieben, und danach kommen keine Einträge mehr. Das ist aber nicht alles. Es sind sehr, sehr viele Gedichte, sehr viele Manuskripte, Textversuche drinnen. Er hat ein bisschen was veröffentlicht, und wir werden nachher auch darauf zu sprechen kommen,
warum das nicht mehr geworden ist, wie bei Gustl Angstmann etwa. Er hat aber auch sehr viel Humorvolles, sehr viel Erotisches dabei. Also die Beziehungen, die er geführt hat, die waren ihm wichtig und die sind auch ausführlich dargestellt, auch in Collagen, auch in Fotosammlungen. Er hat überhaupt eine sehr witzige Collage, eine Art Porno-Süddeutsche Zeitung zusammengestellt mit Ausschnitten aus schwulen Porno-Zeitungen, aus der Süddeutschen, hat Texte und Bilder in wilder Zusammenreihung zusammengestellt, die absolut witzig sind, leider mit sehr viel Tesafilm beklebt, sodass wir jetzt nach über 20 Jahren uns überlegen müssen, wie wir das Ding retten, damit es nicht zerfällt, weil Tesafilm ist immer sehr tödlich für die Materialien. Das so im ganz groben Überblick. Der Nachlass von Gustl Angstmann ist ein bisschen schmaler, aber auch sehr viel tagebuchmäßig, auch sehr viel Literarisches drinnen. Insofern ergänzt sich das beides, da es beides ja so in den 60er, späten 60er, frühen 70er Jahren beginnt und bis in die 90er Jahre hineinreicht. Genau. Ich bin so ein bisschen durch die Tagebücher durchgegangen, auch zusammen mit Daniel. Aber wir hatten beide dann den Eindruck, es ist doch sehr persönlich. Ja. Es ist sehr herausgegriffen, wenn man jetzt wirklich eines vorlesen würde, eine Seite. Und ich bin auf eine Seite gestoßen, die es mir doch wert schien, vorgetragen zu werden. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Es ist ein Tagebucheintrag vom 7. März 1983. Und er schreibt, am Sonntag habe ich mir zwei neue Brillengestelle gekauft. Ein eher lächelndes und ein eher ernstes. Jedenfalls habe ich immer die entsprechenden Gesichter dazu gemacht. Natürlich habe ich heute das Lächelnde als erstes fertigstellen lassen. Gläser einsetzen, das andere ist erst zum Wochenende fertig. Und kaum hatte ich es nachmittags auf der Nase, ging es mir eher abgekämpft, müde, ernst. Und von dir war kein Brief angekommen. Ich kann es ja verstehen, aber gelassen, erfragen, in Ruhe, abwarten, nicht. Wenn ich daran denke, wie lange ich bei ein paar meiner Liebesgeschichten gebraucht habe, mich zu trennen, dann gebe ich unserer Geschichte nicht so viele Chancen. Ich denke, ich bin nicht gelassen genug, um wer weiß wie lange auf dich zu warten. Und zu Unrecht habe ich da nicht mal, keiner weiß, wie es enden würde. Wartete ich auf dich? Mein Einfall von heute, the long goodbye, der lange Abschied. Das kann ich auch positiv sehen. Es muss ja nicht heißen, der Abschied von dir, sondern kann genauso gut bedeuten, der Abschied von liebgewordenen Illusionen, Gewohnheiten, Verhaltensmustern. Eine Art Befreiung mit dir, durch dich. Stimmt nachdenklich. Und ist ein heiterer Einstieg und vielleicht ist das auch so seine Art gewesen, mit Problemen im Leben umzugehen, sie literarisch zu verarbeiten und dennoch auch auf den Punkt zu kommen, wie geht's weiter im Leben. Das hat mir sehr gut gefallen und Daniel, hast du noch irgendetwas? Ja, ich habe auch noch einen Auszug aus den Tagebüchern. Das muss man jetzt ein bisschen verkürzen, weil es geht über vier Seiten. Oh. Aber das würde ich ganz, ganz ähnlich sehen, sozusagen das Persönliche auch mit dem Alltäglichen zu verknüpfen. Und zwar mit dem ganz wunderbaren Titel, eine 175-prozentige Geschichte. Mhm. Und darin geht es den Rauswurf aus einer Wohnung, damals wohl eine Studentenwohnung. Das Ganze ist vom April 1972 und ich lese jetzt nur mal kurze Auszüge vor. Gleich mal den Anfang. Die folgende Geschichte handelt von Zuständen und Begebenheiten, über die schließlich Amtsgerichtsrat B zu befinden hatte. Die Zustände sind deutsch, der Gerichtsstand war München. Zu Person und Vorgeschichte eigene Angaben. Ich studiere in München und musste Ende Juni 1971 meine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Rosenheimer Straße räumen. Kündigungsgründe für Herrn K., den Vermieter. Ich bin mehrmals durch Lärm und späte Gäste unangenehm aufgefallen.
In den letzten 2 Monaten in der Rosenheimer Straße fand dort öfters sowas wie Kommune statt, Klammer Übernachtungen. Die Wohnung war Kontaktzentrum für meine eigenen Bekannten und die Bekannten meiner Bekannten. Mir gegenüber nannte Herr K. einige von ihnen dunkle Elemente und Subjekte, wohl aus dem einzigen Grund, weil sie lange Haare hatten. Juristisch gesehen bedeutet so ein Kommunenleben, dass ich, auch ohne zu kassieren, untervermietete, und das ist eine Erlaubnis des Eigentümers, die Erlaubnis des Eigentümers brauche, diese Erlaubnis aber hatte ich nicht. Und dann war da noch die Sache mit meiner Homosexualität. Und ich meine, wenn ich auch nichts beweisen kann, dass dies letztlich den Ausschlag für die Kündigung der Wohnung in der Rosenheimer Straße gab. Und dann geht es also im weiteren Text darum, dass er sich also auf ein Zimmer in einer Villa bewirbt, also um im Prinzip auf das Haus aufzupassen. Und irgendwie telefonieren dann der Vormieter und der aktuelle Vermieter miteinander, was dann zur Folge hat, dass er natürlich da auch rausfliegt. Ja. Und jetzt schaue ich gerade mal, ob ich hier eine Stelle finde, die das nochmal schön beschreibt. Genau hier. Am 4. Juli, einem Sonntag, bat mich Herr L., also der neue Vermieter, ins Wohnzimmer. Er und seine Frau hätten da mit mir was zu besprechen, etwas Ernstes. Ich überlegte, konnte mir aber nicht denken, worum es gehen könnte. Nach einer kurzen Einleitung fragte mich Herr L., wohin ich denn mehr tendiere, zu Damen oder Herren? Naiv, aber ehrlich gemeint, sagte ich, ich bin homosexuell, Herr L., aha. Naja, und dann legten die beiden L.s los. Ich hätte mich betrügerisch eingeschlichen, hätte sie bei dem ersten Gespräch belogen, weil ich nämlich nicht sagte, dass ich aus der Wohnung in der Rosenheimer Straße gekündigt wurde und weil ich verschwieg, dass ich homosexuell bin. Ja, und dann wurde das also tatsächlich irgendwie vor Gericht versuchsweise geklärt. Der Ausgang war kein guter für den Klaus. Ich versuche jetzt hier gerade nochmal den Schluss kurz darzustellen. Am Freitag, den 16. Juli, 10 Tage nach meinem Antrag auf eine einstweilige Verfügung, wurde eben diesem Antrag nicht stattgegeben. Als gerichtliches Ergebnis ist also zu notieren, dass einer, der vor Gericht klagen geht, weil er weiß, dass er im Recht ist, kommt doch nicht zu seinem Recht und wird verurteilt, weil er mit seiner Person von vornherein im Unrecht ist, nämlich er ist homosexuell. So ist, meine ich, die Lage allgemein für uns Homosexuelle hier in der BRD. Und ich stelle Ihnen die Frage, kann man was dagegen tun? Soll man Vorurteile schweigend hinnehmen oder soll man sich gegen sie wehren? Ich jedenfalls meine, dass man um seine Rechte kämpfen muss. In dem Moment, wo die Bevölkerung sieht, dass die Homosexuellen sich ihrer Haut zu wehren beginnen und von Fall zu Fall Erfolg damit haben, was eben entsprechend publiziert werden müsste, genau in dem Moment würde im Bewusstsein und Verhalten vieler eine Umwertung der Erscheinung Homosexualität einsetzen. Oder was meinen Sie dazu? Also ich finde, man sieht hier ganz stark, wie sehr ihm das Thema wichtig war und wie sehr er auch im Prinzip um die Anerkennung des Schwulseins gekämpft hat. Mhm. Und du sagtest 1972, Das heißt, das ist genau auch diese Gründungsphase der ersten Schwulenbewegung in München. Mhm. Das heißt, es gab eigentlich noch gar nichts, auf das er zurückgreifen konnte. Eine Bewegung, die ihm sozusagen stützen konnte, sondern er musste das alles selbst, sich selbst erarbeiten. Das ist schon das Erstaunliche eigentlich, wo man den Text einsortieren kann. Und man sieht, in welcher Zeit wir damals lebten. 50 Jahre ist es her und den Menschen, die offen mit ihrer Homosexualität umgegangen sind, wehte der Wind ganz kräftig entgegen. Und man sieht ja auch hier dann der Überschrift eine 175-prozentige Geschichte. Nimmt Bezug auf den Paragraphen, der als Totalverbot noch bis 1969, also bis kurz zuvor, in Kraft war. 72, nicht 71 war der Vorgang, ja? Ja. Ja, okay. Mhm. Danke. Jetzt komme ich zu Barbara. Du hast jetzt ganz andere Texte vorbereitet, aber ich möchte auch wie so ein
Mosaik sehr viele Seiten von Klaus beleuchten und ja, bitte. Wer ich bin? Ich bin, der ich geworden bin. Bin das Produkt einer Verziehung und der mühsamen Kleinarbeit des Gegensteuerns. Ich habe manches gelernt, was ich dann wieder verlernen musste. Und mir wurde manches verlernt, was ich erst wieder erlernen muss. Zum Beispiel, ich lerne lieben, weil mein lieber Mann mich liebt. Ich lerne schreiben, weil, was ich früher schrieb, nicht mehr gelten soll. Ich bin jetzt, der ich bin. Ich bin der Sohn meiner Mutter, die, seit sie lebt, hart arbeitet. Ich bin ein abtrünniger Sohn, liebe meine Mutter nicht, kann nicht mit Geld umgehen und bin oft arbeitsscheu. Ich bin so schwul, wie ich mir einen Schwulen vorstelle und bin die beiden Königskinder. Ich bin einer, der ohne Vater aufgewachsen ist und in dem einige Freunde einen Vater erleben. Vielleicht ist es nicht nur gut gemeint, sondern wahr. Ich hasse Väter, aber mich selber liebe ich. Ich will einer werden, wie mein Vater einer gewesen ist. Ich mag Märchen, in denen geht's so klar und unkompliziert zu und unlogisch. Und am nächsten Morgen ist alles selbstverständlich ganz anders. Ich wäre gern ein guter Mensch auf Dauer, wäre vielleicht gern der, den mein lieber Mann sich wünscht. Und vielleicht auch der, für den ich mich halte. Ich habe geschrieben, Liebe ist, wenn's nicht mehr weh tut. Aber jetzt bin ich mir da nicht mehr sicher. Will der werden, der ich bin. Manchmal gebe ich mich jetzt schon zu erkennen und verzichte auf die Spiele der Kinder. Vielleicht kann man dazu sagen, dass sein Vater ein Wehrmachtssoldat im Lazarett in Landshut oder wo war und die Mutter wohl da Schwesternhelferin oder sowas ähnliches. Und der Vater also durch Abwesenheit geglänzt hat, auch nie Unterhalt gezahlt hat. Und er ist eben aufgewachsen mit Mutter, Oma und Opa. Und Ziege. Und Ziegen und Hühnern, genau. Auch. Als schöne Bilder. Als uneheliches Kind, oder? Genau. Als uneheliches Kind. In einem kleinen Ort in der Nähe von Landshut. Und also das gehört zu diesem Vater. Worüber er nicht viel gesprochen hat, aber was ich denke, was ihn schon beschäftigt hat. Das ist jetzt vom 30.05.1980. Mhm. Und dann habe ich noch was. Ich lese es auch wieder erst vor und vielleicht sage ich dann noch was dazu. Selbstporträt. Ich bin der Superpapa, bin immer da für mein Kind und erfülle ihm bedingungslos jeden Wunsch, auch den, den es gar nicht ausspricht. Ich kenne doch mein Kind. Ich bin super im Verzeihen, nenne die Sorge des aufmüpfigen Sohnes gegenstandslos. Ich bin das super Kind, lasse mich für jeden Fehler ausschimpfen, ziehe ein betrübtes Gesicht und sage nichts und bin randvoll mit schlechtem Gewissen. Auch hier bin ich super im Verzeihen und finde den Zorn des Papa begründet. Ich bin ich. Schwach, fantasielos, unsensibel, lieblos, rachsüchtig und hinterhältig. Spiele mit verdeckten Karten und manchmal auch ohne. Aber ich habe auch einen Kopf mit Augen auf, zum Augen aufreißen, erschrecken und denken, zum Maul aufreißen, staunen und schreien. Ohne Zweifel bin ich verliebt in mich. Dass ich mich akzeptieren würde, nicht, dass ich mich akzeptieren würde, wo käme ich denn dahin? Im Deutschen dient die Versvorsilbe un meistens zur Verneinung. Glück und Unglück, Lust und Unlust, Mensch und Unmensch, Ruhe und Unruhe. Manchmal dient un aber auch zur Steigerung.
Masse und Unmasse, Summe und Unsumme. Unwetter und Ungeheuer vereinen in einer Bedeutung beide Funktionen. Und Untiefe hat zwei getrennte Bedeutungen, das flache und das sehr tiefe Wasser. So bin ich. Ich will keinem wehtun, habe Angst zu verneinen und natürlich vom Verneintwerden. Ich bin auch Rabenkind und lasse mich auf nichts ein. Hole meine schlechte Laune aus der Trickkiste, um so wenigstens einen handfesten Grund vorweisen zu können. Manchmal ist mir alles sowas von egal. Irgendwie muss man sich ja schützen, meint ich. Ein Makelloser möchte ich sein und bin doch keiner und ich gefalle mir dabei. Also für mich ist das, da merkt man, wie innerlich zerrissen er ist durch seine ganze Geschichte und wie er sich mit sich selbst eigentlich, er sagt zwar, ich gefalle mir dabei, aber er hat ja so eine innere Spannung, ja, ich will ein guter Mensch sein, ich bin aber ein schlechter Mensch, manchmal zumindest, und dann halt das mit dem Glück und Unglück und so, also diese Begeisterung für Sprache auch, die man da merkt, ja, dieses Durchdringen von Sprache, ja, auch wenn er ja relativ unprätentiös formuliert, sage ich jetzt mal. Aber er ist, also der Sprache sehr verfallen eigentlich. Das hast du mir mal erzählt, dass er auch sich mit dem Bayerischen sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und ja. Was ist dir da aufgefallen an ihm, wenn er sich mit Sprache, bayerischer Sprache beispielsweise beschäftigt hat? Dass er diese Ausdruckskraft, die der Dialekt halt geliebt hat und dass er sich mit mir immer gefreut hat, wenn uns wieder irgendwie so ein Begriff eingefallen ist. Also ich erinnere mich an eins, ich habe das gesagt, ja, Pfiffkas. Und dann haben wir uns beide gefreut, dass uns diese Redewendung wieder eingefallen ist und er hat jetzt so eine Abhandlung, wie nach seiner Meinung bayerisch geschrieben werden sollte. Und ich habe nachher noch zwei bayerische Gedichte und da ist mir eigentlich dann aufgefallen, dass ich oberbayerisch mit Starnberger Einschlag spreche und er wohl eher so niederbayerisch und dass sich das für mich schwer ist zu lesen, weil eben diese Nuance, die hat er, aber die habe ich eigentlich nicht. Also ich würde das dann anders aussprechen. Also genau, das wäre auch eine Diskussion, die ich gerne mit ihm führen würde. genau. Die ihr vielleicht auch geführt habt. Bevor ich jetzt, genau, wir schreiten so ein bisschen durch die Jahre und jetzt haben wir so ein bisschen Kindheit mit Vaterlosigkeit, vielleicht auch mit dem Ausgesetztsein auf dem niederbayerischen Land als uneheliches Kind aufzuwachsen und dann auch noch als schwuler Mann. Und ich denke mir, wird dann wohl irgendwann mal Niederbayern verlassen haben und nach München gezogen sein. Ich weiß nicht, wann das war, vielleicht gibt es dazu auch Aufzeichnungen, aber eine Großstadt ist in der Zeit, denke ich mir, auch sehr wichtig gewesen für Menschen, die sich dann entfalten wollten. In einer Zeit, die haben wir ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt, als sehr schwulenfeindlich, gerade wenn man eine Wohnung gebraucht hat, die aber auch gegenüber einer Selbstorganisation, einer Politisierung von schwulen und lesbischen Menschen sehr feindlich gegenübergestanden ist. Mir ist da neulich ein Text von 1988, also fast 20 Jahre nachdem Klaus Siegel damit begonnen hat, eine Schwulengruppe in München ins Leben zu rufen, in die Hände gefallen von 1988 aus der Zeit. Und da geht es um den bayerischen Innenminister Gustl Lang, der
als strammer CSUler natürlich die Vorgänge um Fliederlich. Das ist so dieser selbstverwaltete Schwulenverein in Nürnberg, kritisch beobachtet hatte. Und stellen sich einem heute noch die Haare zu Berge. Und gleich komme ich zu dir, aber das lese ich jetzt noch kurz vor. Nämlich, dass er, wo es Nürnberg finanziell doch so schlecht ging Ende der 80er Jahre, kritisiert, dass die Stadt mit Geldern für Fliederlich sein finanzielles Defizit noch erhöht. Öffentliche Mittel zur Förderung dieser Schweinerei, so Zitat, wörtlich, sollten nicht geduldet werden. Sich für eine Minderheit einzusetzen, deren Ziele, jetzt wieder Zitat, Anstand und Sittengefühl der Mehrheit der Bevölkerung verletzen, gehören nicht zum Aufgabenbereich zur Gemeinde. Dafür, so August Lang, ist jede einzelne Mark zu schade. Das war dann immer noch nicht angekommen bei der CSU in den 80er Jahren. Und Wolfgang, vielleicht kannst du nochmal so diese Situation 1971 schildern. Der Film von Rosa von Braunheim ist in den Kinos gelaufen und war so ein bisschen auch eine Initialzündung dafür, dass das, was passierte, aber natürlich auch, dass die Gesetzesänderung der Paragraph 175 entschärft wurde. Wie war die Situation in München? Genau, der Paragraph 175 ist ja 1969, ja vor dem Film, entschärft worden. Der Film ist ja praktisch so eine der ersten Nachwirkungen. Der Film hat für die queere Geschichte, vor allem die homosexuelle Geschichte, Trans-Interpersonen waren noch nicht so im Blick, natürlich eine sehr große Bedeutung, weil 60 Gruppen sich dann in den Jahren 71, im Sommer wurde der Film das erste Mal gezeigt, 71 bis 73 an die 100 Homo-Gruppen gegründet haben. Aber, das unterscheidet die Münchener Homo-Gruppe, ich sage nochmal den Namen, Homosexuelle Aktionsgruppe München, die wechselte immer die Abkürzung, jede Abkürzung kam für ein, zwei Jahre vor, erst HAG, dann HAM, dann wieder HAG und dann wieder HAM, ist eine kleine Kuriosität. Die Münchner Gruppe ist nicht initiiert worden durch den Braunheim-Film, sondern steht in einer anderen historischen Traditionskette, die in Bochum beginnt. Überhaupt die allererste Homo-Gruppe der neuen Homo-Bewegung Ende 1970, also sowieso vor dem Braunheim-Film. Bochum sozusagen hatte dann eine Folgegruppe durch Personen, Studenten, die Uni wechselten im Frühjahr 71 im berühmten Münster. Ein Jahr später war ja dann die erste Homo-Demo zum ersten Gründungstag. Und da war der Braunheim-Film immer noch nicht veröffentlicht. Der wurde dann im Sommer gezeigt. Aber die Münchner Homo-Gruppe steht in dieser Traditionskette, weil ein gewisser, jetzt ist die zweite Person, die ich noch nennen wollte, Joachim Kottegast, der wechselte von Münster im Wintersemester 71, 72 nach München und hat so schöne Erfahrungen mit der Münsteraner Gruppe gemacht, dass er hier so eine Gruppe auch gründen wollte. Und er hat im HIM, in der HIM, einer der ersten homosexuellen Zeitungen, die es eben nach 69 gab, eine kleine Anzeige geschaltet, wer hat Lust mitzumachen. Und die historischen Indizien, schade, wie gesagt, komme ich gleich zu den Tagebüchern, die machen es fast sicher, dass Klaus Siegel diese Notiz gelesen hat in der HIM, sich bei Joachim Kottegast gemeldet hat. Und die beiden, weiß nicht, ob sie noch weitere gemeldet haben, jedenfalls die beiden bildeten dann das Gründungsteam und haben dann ein Flugblatt entworfen, das zu Beginn des Wintersemesters, vor allem in der Mensa, war zuerst eine studentische Gruppe, beide waren ja auch Studenten, in der Mensa verteilt wurde. Das ist hier dieses berühmte Flugblatt, das wir durch Klaus Siegel auch in Originalform haben. Das ist wunderbar, hier ist es verkleinert, aber das ist das berühmte Flugblatt, das dann auch für die Prozesse der Anlass war, die Klaus Siegel geführt hat, dazu später. Genau, das wurde verteilt Anfang November, am 9. November, ein weiteres Datum an diesem so gewichtigen Tag in der deutschen Geschichte. Am 9. November wurde eingeladen zum Treffen in der Deutschen Eiche.
Und das, was ich jetzt sage, habe ich von den historischen Rückblicken, da Gustl Angstmann hat drei eigentlich geschrieben. Eins ist nur, ist gar nicht veröffentlicht, ist hier nur im Nachlass. Gustl Angstmann hat eben darüber berichtet, es waren dann über 20 Teilnehmer, innen glaube ich nicht damals, es waren wohl nur Männer am Anfang, später kamen auch Frauen dazu und das war ein Riesenerfolg für damalige Verhältnisse und damit war die HAG gegründet. Und dann ging es also auch gleich weiter. Genau, und Klaus Siegel, damals wohnhaft Hohenzollernstraße 36 und Joachim Kottegast, Klenzestraße 60, die haben dann auch verantwortlich gezeichnet für das Flugblatt. Und Gustl Angstmann in seiner markanten Sprache schreibt dann, Joachim Kortegast und Klaus Siegel führten bei dem Gründungstreffen das emanzipatorische Wort. Ist doch eine nette Formulierung. Genau. So begann es mit der homosexuellen Emanzipation Münchens, mit der ersten Gruppe, die aber, wie gesagt, also ich habe keinerlei Einflüsse vom Braunheim-Film gefunden. Im Gegenteil, die Gruppe selbst hat dann als erste Aktion sich den Braunheim-Film vorgenommen, der zweimal in München gezeigt wurde, im Dezember 71 und im Januar 71 und hat dort agitiert und dann zusammen mit Rosa, der einmal da war und das zweite Mal war, komm jetzt gerade den Namen nicht, genau, mit den beiden dann diskutiert und sich auch dort in der Diskussion danach mit den Zuschauerinnen auch eben bewusst als homosexuell gezeigt und genau, und da Impulse gesetzt. Genau, also das war der Anfang der ersten Homo-Gruppe und Klaus Siegel ist, wie gesagt, einer der beiden Protagonisten, also sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wenn Klaus Siegel, der auch damals schon Lust, Energie hatte, was zu machen, wenn er sich nicht gemeldet hätte, das nicht gelesen hätte, ob der Joachim Kottegast fremd nach München gekommen. Klaus war ja hier schon, hat wahrscheinlich auch die Deutsche Eiche vorgeschlagen, ob Joachim dann nicht gesagt hat, nö, gibt es kein Interesse, dann lass ich sein. Also insofern ist Klaus Siegel hier als homosexueller Aktivist historisch gar nicht hoch genug einzuschätzen. Mhm. Genau. Es gab ja dann Treffen in verschiedenen Lokalitäten, sage ich jetzt mal. Und die Forderung oder die Idee war ja eigentlich, dass man ein Schwulenzentrum haben möchte. Das lief ja dann auch auf die Teestube irgendwann mal hinaus nach verschiedenen Anläufen. Und das war dann 3 Jahre später, soweit ich mich erinnere, dann auch der Fall gewesen. 3-4 Jahre später, genau. Und da kann ich gleich zu den Personen noch was sagen, was ein bisschen schon auffällig ist und markant, dass Klaus Siegel und Joachim Kottegast sozusagen die Kraftzentren am Anfang waren und zumindest mal als sich öffentlich als informelle Leiter, ein Verein war es damals noch nicht, eigentlich nur dann in den historischen Quellen bis zum Frühjahr 72, also nur einige Monate sichtbar sind. Und dann, gleich von Anfang an, war ja Gustl Angstmann dabei und er hatte Lust und hat dann irgendwie die Leitung sicher mit anderen an sich gezogen, es gibt keine Hinweise für irgendeinen Streit mit Klaus Siegel und Joachim Kottegast. Vielleicht war das ein ganz harmonischer Prozess, dass Gust Lust hatte und alle auch meinten, er macht es gut, weil er ist dann schon bei den Treffen im Januar, die leitet er dann schon. Schreibt Protokoll und Gustl war im Grunde kurz nach der Gründung bis er dann sein Examen selber ablegen musste im Jahre 1976, Anfang 76 gab er dann den Vorsitz ab oder sein Vorstandsamt, dann war es auch ein richtiger Vorstand und insofern nenne ich ihn immer das Kontinuum, weil er die meisten Jahre mitgeprägt hat. Und das Ziel relativ bald war ein erstes Homo-Zentrum. Wir haben also die erste Homo-Gruppe. Ich habe, glaube ich, 10 Punkte aufgezählt, die durch die HAG Hamm das erste Mal in München geschehen sind und für uns heute teilweise selbstverständlich sind.
hatten auch schon eine Schülerarbeit mit geheimen Polizeibespitzelungen und so weiter. Es ist eine sehr spannende Geschichte, erschreckend auch zum Teil, was der, wie der Staat sich benommen hat. Es gab dann so eine paar Stunden Teestube in der Pestalozzi-Straße in einem Basiskino, das in den Stunden nicht bespielt wurde. Und da konnten die sich treffen. Und dann war am Glockenbach, fand eben die Gruppe um Gustl Angstmann, fand eine verlassene Gaststätte und konnte die dann mieten. Und Silvesterparty 74, 75 wurde die Teestube dann eingeweiht. Und und Gustl Angstmann hat am Anfang das dann begleitet, noch das Jahr 75 durch und 76 macht er Examen. Und 76 ist eigentlich auch ein Höhepunkt, ja, ist jetzt aber zum heutigen Thema nicht so wichtig, wegen des schwulen Pfingsttreffens hier, wo die Teestube dann ganz bekannt wurde. Ich will aber noch, weil du das auch gesagt hast, dass er sich, er einen Prozess geführt hat, möchte ich darauf doch Bezug nehmen. Also Klaus Siegel und Joachim Pottegast erscheinen dann nur noch als Mitglieder in Listen, die wir zum Glück auch haben, aber nicht mehr sozusagen in der ersten Reihe. Aber mit Recht muss es Klaus Siegel sehr getroffen haben, dass die CSU-nahe Hans-Seidel-Stiftung im Jahr 1974 dieses Flugblatt, das ein ganz harmloses, emanzipatorisches Schriftwerk ist, in die Ausstellung genommen hat, Feinde der Demokratie. Und da hat er prozessiert, und zwar einmal zivilrechtlich, wegen übler Nachrede und allerdings auch dann öffentlich, rechtlich, strafrechtlich. Genau. Der Prozess zog sich über ein Jahr hin, weil er immer wieder Berufung eingelegt hat. Wie der Rechtsanwalt der Seidel-Stiftung argumentiert, das ist auch ist furchtbar. Das ist so ähnlich, wie du es eben gelesen hast. Das sind faschistoide Züge. Trotzdem ist ihm wohl und der Hans-Seidel-Stiftung, die haben dann kalte Füße bekommen. Also das war eine Wanderausstellung. Dieses Plakat wurde dann nicht mehr dort gezeigt, immerhin. Denn leider, Klaus Siegel hat viel Geld bezahlt. Ich glaube, über 1.000 Mark, 2.000 Mark, war viel Geld, wie heute 5.000 Euro. Und hat am Schluss verloren, weil auch die Richter diesen undemokratischen, repressiven Argumentationen des Rechtsanwalts gefolgt sind. Vielleicht hat der Hans-Seidel-Stiftung dann auch geholfen, dass das Plakat nicht mehr gezeigt wurde. Also Klaus Siegel hat die Prozesse verloren, musste dann sie bezahlen. Aber immerhin, das Plakat wurde nicht mehr gezeigt. Das war dann ein kleiner Erfolg. Entschuldige, dass ich das nochmal betone. Es war eine Wanderausstellung. Ja. Das heißt, er wurde in ganz Bayern praktisch diskriminiert. Nee, das nicht. Da hat er zum Glück, das ist ganz gut, in München hat er das festgestellt und dann wurde es nicht mehr gezeigt, weil der wahrscheinlich auf Anraten des Rechtsanwaltes, weil auch damals das natürlich wirklich üble Nachrede war, dann hat der Rechtsanwalt groß argumentiert, das Gerichtsverfahren kann niedergeschlagen werden, weil das Plakat ja gar nicht mehr gezeigt wird. Also er hat dann so argumentiert, hat er nicht ausgesprochen und kein Schuld. Wir sehen schon, dass das nicht so ganz richtig war, aber ein Grund, irgendwie hier eine Entschädigung zu zahlen, natürlich gar nicht. Also das hat ja Klaus Siegel aufgehoben, die Argumentation vom Rechtsanwalt, und die bezog sich darauf, es wird nicht mehr gezeigt. Mir geht es ja darum, was das für eine Schweinerei ist. Ja, also, absolut. Sie hatten zumindest die Absicht, das in ganz Bayern. Ganz furchtbar, ja. Also ich habe auch die Argumentation, es ist so absurd, nach dem Motto, über Moralvorstellungen darf nicht diskutiert werden, was demokratiefeindlich ist. Ich habe das hier noch ein bisschen ausführlicher gemacht, aber es würde vielleicht dann, wenn wir uns jetzt nur darauf fokussieren, zu weit führen, nur eine Riesenschweinerei. Und wie gesagt, dass der Rechtsanwalt dann auch noch argumentiert,
einerseits, das Flugblatt, es wird gar nicht mehr gezeigt, und dann sagt er, eigentlich hat die Hans-Seidel-Stiftung recht gehabt. Und das ist ganz unmöglich. Ganz genau, ja. Also, was demokratiefeindlich ist, legt die CSU fest. Ja, das höre ich aus deinen Worten. Ja. Nee, und vor allem, die CSU vertritt die Meinung, dass über einmal herrschende Moralvorstellungen nicht diskutiert werden darf, dass die praktisch dem demokratischen Diskurs entzogen sind. Und das ist natürlich sozusagen, das ist das Töten von Demokratie, wenn ich die Dinge nicht mehr in Frage stellen kann. Es macht ja Demokratie aus, dass Dinge, die bisher gelten, in Frage gestellt werden können, die für die Mehrheit gelten. Und genau das macht ja eine freiheitliche und demokratische, es braucht gar keine Demokratie, wenn alles immer so bleibt. Genau. Also da tritt ja nochmal in Erscheinung. Und dann habe ich, jetzt kommt die Geschichte mit dem Nachlass. Also das Zentrum wurde errichtet. Da haben wir auch, bin ich eigentlich auch fertig, haben wir jetzt auch Bezüge zu Klaus Siegel. Aber ich habe natürlich gehofft, Tagebücher über die ganze Zeit. Ich finde jetzt, wie gesagt, autobiografisch etwas, wie er die Gründung als Initiator, auch wie die Vorbereitung mit Joachim Kortegast war, die kannte ja Gustl nicht. Der kam ja erstmal nur als Teilnehmer, dass ich da was in den Tagebüchern finde. Und da habe ich gelesen und gelesen, hier nicht. Das Tagebuch ist zu jung, das Tagebuch ist zu alt, bis ich dann, es gibt dem leider auch Enttäuschungen, wenn am Anfang die Freude groß ist, hier finde ich etwas, zu meinem Entsetzen und zu meiner Enttäuschung, dann im Tagebuch, im Tagebuch, genau, im Tagebuch Nummer 28 auf die Bemerkung stieß, vom Januar 73, die gut anderthalb Jahre, die ich jetzt nicht mehr geschrieben habe. Und ausgerechnet im Zeitraum 24. Juli 71 bis 21. Januar 73 hat Klaus kein Tagebuch geführt, und steht eben auch drin, dann braucht ihr natürlich nicht mehr weiterzusuchen. Gerade da, wo ich sozusagen mich sehr gefreut hätte, aber so ist es. Vielleicht war er zu beschäftigt mit den Anfangsaktivitäten der HAG oder aus welchen Gründen auch immer. Auch der ganze Ärger mit dieser menschenfeindlichen Kündigung fällt ja auch in den Zeitraum. Jedenfalls hat er ausgerechnet dort kein Tagebuch geführt, und so haben wir also keine weitere Quelle zur Gründung. Aber ich habe natürlich dann doch weitergelesen während der gesamten Zeit, die die HAM bestand, bis Ende 1980. Und da habe ich einiges gefunden. Allerdings, das zeigt, dass er mit dieser ersten Homo-Gruppe verbunden war, aber auf eine gewisse Distanz, dass er eben nicht mehr in der ersten Reihe mitgemacht hat, das offensichtlich auch nicht wollte. Ich habe keine Hinweise bekommen, dass er sich da irgendwie zurückgesetzt gefühlt hat, sondern eine gewisse lockere Verbindung hatte. Und er schreibt ausführlich, auch dass er sich, wie immer, finden wir ja alle paar Wochen dort, ein Verliebtsein von ihm, also in der Teestube bei der Einweihungsparty, Silvesterfeier 74, 75, dort war, sich verliebt hat in einen, der dort war und nicht getraut hat, ihn anzusprechen, das ist immer schlecht. Dass ihm das ganz gut gefallen hat, da muss, also ist klar, ist die erste Zentrum, da waren alle natürlich in euphorischer Stimmung. Er ist dann im Januar noch drei weitere Male in die Teestube gegangen und dann erstmal nicht mehr, weil er im Februar 75 wahrscheinlich zur zweiten Schuljahreshälfte nach den Zwischenzeugnissen in Richtung Ansbach sich aufmachen musste, um seine Ausbildung als Lehrerreferendar dort zunächst in Ansbach, dann an anderen Orten zu absolvieren. Aber natürlich besuchte er ab und zu München, und so habe ich dann hat er den Tagebüchern 27 und 28 noch zwei Besuche anvertraut, immerhin im Mai 76 noch einmal und im März 77.
Obwohl er dann im Juni 1977 wieder nach München zurückzog, finden sich keine Berichte mehr von Besuchen der Teestube oder der Hamm bis zu ihrer Auflösung 1980. Aber bekanntermaßen war ja Klaus in anderen Feldern der queeren Szene aktiv. Genau. Vielleicht noch zwei kurze Nachbemerkungen. Die von Klaus mitgegründete homosexuelle Aktionsgruppe München bestand immerhin 9 Jahre. Für die damalige experimentierfreudige Zeit der 1970er, wo immer wieder gern was aufgelöst wurde und mit Neuem experimentiert wurde, ist das im Vergleich zu den anderen Homo-Gruppen eine lange Zeit. Aber jetzt kommt ein kleiner queerhistorischer Ausblick auf das nächste Jahr. Es gibt eine einzige Homo-Gruppe aus den Jahren 71 bis 74, die heute noch besteht und nächstes Jahr nicht 50. Gründungstag feiert, sondern 50-jähriges Bestehen, und zwar im März 2024 die Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft AHA in der Nähe des S-Bahnhofs Yorkstraße. Heute hat immer wieder einen Ort gewechselt. Berlin. Und in Berlin, ja. Und da können wir dann nächstes Jahr auch ein besonderes Jubiläum feiern. Aber Klaus war eben einer der Pioniere und hat hier in München mit der HAG haben wichtige Impulse gesetzt. So viel vielleicht von mir als Beitrag. Vielen Dank, Wolfgang. Mhm. Vielen Dank. Was ich noch mitgenommen hatte, war, dass der Prozess, den er führen musste oder wollte, ihm auch beruflich sehr geschadet hat. Also, dass es sozusagen sein Lehrerdasein ein Ende zuführte. Könnt ihr dazu noch etwas sagen? Denn das ist ja ganz entscheidend in seinem Leben gewesen. Er hat sich für eine Sache voll und ganz eingesetzt und es lief dann in seinem Leben aber eben nicht positiv weiter, sondern es führte zu einer Sackgasse. Also so hat er es mir erzählt, ja, dass er eben so geprüft wurde, dass er eben nicht ins Lehramt kam. Mhm. Und für mich war es immer glaubhaft, nachdem ich ja immer gemerkt habe, was für ein umfangreiches Geschichtswissen er hat und wie er für Geschichte auch brennt, also nicht nur für Sprache, auch für Geschichte. Und es scheint mir auch sonst plausibel, weil ich bin ja selber Beamtin gewesen und die CSU hat ihre Seilschaften, ja. Also, und die wissen schon, ja, und wenn der Innenminister da so noch später noch dermaßen agitiert, die wissen schon, wen sie nicht haben wollen, ja, und die... Also wir haben es nicht schwarz auf weiß, aber es ist wahrscheinlich, er ist irgendwie auf einer schwarzen Liste gestanden, kann man schon fast sagen, die führte, dass er die Lehramts... Prüfungen bei denen durchgefallen ist. Yeah. Oder so war das doch dann, oder? So habe ich es von ihm gehört. Ja. Also, ja. Oder habe es im Erinnern. Also so hat es sich in meinem Hirn festgesetzt. Ja. Und das ist, da kommt man sich immer vor, als ob man Verfolgungswahn hat, wenn man nicht bei der CSU ist. Aber es ist wirklich so. Ja. Es ist wirklich so, dass die Beziehungen haben und die kennen sich untereinander, und wenn sie sich nicht kennen, dann kennen sich die Frauen von den Ausflügen der katholischen Landfahrer oder was. Also und die Mundpropaganda funktioniert halt. Ja. Mhm. So ist es, und deswegen und das ist auch, glaube ich, diese Wut in dem Text, den ich vorher vorgelesen habe. Ich finde, das spürt man immer wieder in den Texten, diese Selbstzweifel, ja, weil jeder sagt, du bist schlecht, ja, als Schwuler oder als sonst was, ne? Und also dieses, das wird einem ja immer wieder präsentiert und jetzt gibt es ja Leute, die verschreiben ihr Leben sozusagen ganz den politischen. Also sie haben sozusagen mal angefangen, wie Klaus es gemacht hat 1971, und von da ab lassen sie nicht mehr los. Thomas Niederbühl ist so ein Beispiel, der ist Mitte der 80er Jahre in die Münchner Schwulenpolitik eingestiegen und ist auch heute noch Vorsitzender der Rosa Liste.
Stadtrat. Stadtrat der Volkspartei. Ja, wir trennen immer noch politisches Amt und Parteiamt. Sehr gut. Wie in den 70ern die linken Parteien. Bei Klaus ist das jetzt nicht der Fall. Also da höre ich jetzt gerade, er ist Initiator gewesen. Er schreibt viele Texte, die sehr politisch sind. Aber er taucht dann eigentlich nicht mehr auf. Also er agitiert nicht mehr so als Führungsperson, hinter dem sich meinetwegen 20 oder 50 schwulen bewegte Männer bewegen, die ihn vielleicht als Vaterfigur oder als was auch immer ansehen, sondern er verschwindet dann so ein bisschen. Habt ihr eine Vermutung, ob das mit seiner Persönlichkeit zu tun hat? Oder wie würdet ihr sie einschätzen? Also ich habe den Klaus immer so erlebt, dass er sich eigentlich nie in den Vordergrund gedrängt hat. Das bringe ich dann sowieso nicht so ganz zusammen mit dem, was in den ersten Aktionszeiten der Hack da so passiert ist. Ich kenne ihn nur dann sehr offensiv, wenn eine Sache fachlich nicht stimmt. Ja, da konnte er sich dann so richtig festbeißen. Und ich würde vielleicht sogar so weit gehen und auch manchmal, wenn er sich in irgendeiner Art und Weise ungerecht behandelt fühlt. Ja, da kam dann vielleicht nochmal so ein etwas stärkerer Impuls raus. Aber ansonsten würde ich sagen, war es eine zunehmende innere Emigration, die sich einfach über die nachfolgenden Jahre so ereignet hat. Also ich kenne ihn auch noch aus den Anfangsjahren, wie es die Barbara vorhin beschrieben hat, dass das noch sehr aktiv war mit Ausflügen, auch sehr neugierig. Und das hat dann stückweise nachgelassen. Das hat sich reduziert dann auf den Bereich, der ihn unmittelbar interessiert hat. War ja geistig ganz, ganz stark aktiv und das waren dann Recherchearbeiten für Buchprojekte. Und da hat er sich dann also ganz, ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Aber gerade politisch war dieses Interesse nach meiner Erinnerung eines, das sich halt dann zum Beispiel über Interesse an Kabarett, ja, an politische Sendungen geäußert hat. Das hat ihn immer sehr, sehr interessiert, aber von ihm selber nicht mehr nach außen getragen wurde. Mhm. Wie siehst du, Barbara? Hast du anders erlebt? Ich glaube, dieses, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, also diese, er war ja eben nicht autoritär, er hatte immer alles, es war immer alles okay jeden machen lassen, ne? und hat das auch nicht viel kommentiert und da kann man nicht in der Politik sein, wahrscheinlich. Ja, also eine Frontfigur sein. Ja. Das, der hat halt da das umgesetzt, was er in dem Text hat, da muss man was machen. Aber dann sozusagen eine tragende Figur, dafür war er nicht der Typ. Aber er hat mich zum Beispiel immer unterstützt, wie ich war ja dann im Flüchtlingsrat und da musste man dann, fing das mit den Computern an und er war der Typ, der dann nächtelang da sitzt und bis er weiß, wie es funktioniert. Und hat mir da geholfen und hat sich meinen Ärger und mein alles immer angehört und mir dadurch auch geholfen, für mich klarer zu werden oder wie auch immer. Also er war immer politisch interessiert, aber er war einfach nicht der, er hat seine Meinung gehabt und seine Haltung, aber er war nicht der Typ da, das zu managen, sage ich mal. Ja, das überhaupt so nach außen sich dann darstellen, das hat wirklich abgenommen. Also mir fallen zwei Dinge dazu ein. Er ist ja dann lange Zeit Taxi gefahren und hat dann meistens immer nachts gefahren, aber in der Anfangszeit waren da auch Zeit tagsüber da. Und wir haben uns mal drüber unterhalten, weil er ja dieses Wissen über München hatte. Er hat ja mal ein eigenes Geschichtsbüro gehabt mit wenigen Abonnenten, also relativ schlecht davon leben können. Und ich weiß noch, wir haben uns dann damals darüber unterhalten, ich habe gesagt, Mensch, mach's doch so, du kannst ja diesen Service anbieten beim Taxifahren, dass du jetzt irgendwelche Kunden
quasi zu besonderen Orten in München führst, so etwas, was heute möglicherweise ganz gang und gäbe ist, von Zusatzservice, um die Sehenswürdigkeiten in München vorzustellen. Und dann hat er irgendwie dann auch relativ schnell gesagt, na, das will ja so nicht, und war dafür also in keinster Weise zu haben. Die zweite Sache, die man einfällt... Für Geld hat er gar nichts gemacht. Ja, das hat sich nicht verkauft, in keinster Weise. Und als dann zum Beispiel auch die Bücher fertiggestellt waren für die Hochschule für Film und Fernsehen, wo er ja die Löwenarbeit mit dem ganzen Material, mit der Sammlung in den Archiven und so weiter über Jahre zusammengetragen hat, dann haben die ihn natürlich eingeladen, als Buchpräsentation war in der HFF. Ich kann mich noch an diese Einladung erinnern, und der ist einfach nicht hingegangen. Ja, ist einfach nicht hingegangen. Das war nicht sein Ding. Ja. Zu solchen Anlässen womöglich noch gelobt, gefeiert, wie auch immer zu werden. Mhm. Da hat er zugemacht gerade. Da hat er regelrecht zugemacht. Ja, da war er. Aber jetzt haben wir, das fand ich jetzt ganz spannend, dass du so einen kleinen Einblick auch in die Sachen, für die er sich interessiert hatte. Das war zum einen Film, Kabarett und so weiter, Münchner Geschichte. Unbedingt. Und wenn du sagst, er hat so ein kleines Geschichtsbüro gemacht, das heißt, er hatte ja auch so eine Art, wie sagt man da, so ein Kalender der Münchner Geschichtstage, mit denen er die Süddeutsche beliefert hatte ganz und genau, so weiter. Also genau. Er war auch in der Zeit vor Wikipedia eigentlich so ein München-Gewissen gewesen oder so ein München-Nachschlagewerk und ein wunderbarer Archivar. Das heißt, er wäre ein traumhafter Archivar geworden. Wenn er die Möglichkeit vielleicht dazu bekommen hätte oder wenn die Wege des Lebens ihn irgendwie dazu hingeführt hätten. Der war ja auch wahnsinnig häufig im Stadtarchiv. Also da hat er Tage, Monate verbracht. Ich kann mich erinnern, als ich damals die Wohnung geräumt habe, habe ich mich dann dazu entschieden, dass all das, wo dann der Stempel vom Stadtarchiv drauf war, also Quellen, die schon da sind, ja, dann auch wegzuschmeißen. Das war ja immer eine ganz schwierige Entscheidung. Und da habe ich dann gesehen, welche unglaubliche Mengen an Quellen er da fotokopiert hat. Und da hat er sich perfekt ausgekannt. Ich hatte im Studium nämlich auch mal so eine Situation, wo ich im Stadtarchiv für eine Seminararbeit recherchieren musste. Und da konnte man natürlich dann ganz wunderbar fragen, ne? Man wusste ja alles. Das Münchner Stadtarchiv droht ja nicht einzustürzen, so wie das Kölner. Da sind genau solche Kopien Gold wert gewesen, weil so konnten sie ihre Bestände dann wieder... Also kenne ich von einigen schwulen Freunden, die aus dem Kölner Stadtarchiv einiges zurückbringen konnten auf diese Weise. Ich gehe sogar so weit. Ich hab damals die Bibliothek von Klaus, es war ja eine ausgewiesene München-Bibliothek, die sich so im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Ich war damals auch viel auf Flohmärkten, habe immer alle Bücher, die ich zur Münchner Geschichte gefunden habe, ihm dann auch gegeben. Und da hat sich so ordentlich dann was aufgebaut und dann... habe ich erstmal die ganzen Münchner Institutionen in die Wohnung gebeten, die sie da bedienen durften. Und der komplette Rest, und es war noch jede Menge, den hat sich dann das Stadtarchiv geholt. Das heißt, wer heute ins Stadtarchiv geht, kann möglicherweise eine Doublette eines München-Buches in der Hand halten, die eigentlich aus seinen Beständen stammt. Wobei ich mich immer frage, wie sie das machen, weil er hat immer sehr gerne dann in diese Bücher auch reingeschrieben und hat korrigiert, ja, wie es ja immer seine Art war, durchgestrichen, kommentiert, gemacht, kommentiert. Ja. Fällt mir nur dazu ein. Wollen wir nochmal zu einem Text von ihm? Genau, jetzt gehen wir mal mehr zu den eigentlichen Texten. Und zwar geht es da um Märchen. Also er hat ein Märchenbuch geschrieben und das erste ist eine, wo er erklärt, was er da eigentlich gemacht hat und was ihn dazu angeregt hat. Dann habe ich Notizen von ihm, wo er die Tage auflistet, in denen er diese Märchen geschrieben hat, was da so im Einzelnen war oder so. Also mir kam es ein bisschen vor, auch sozusagen
die Phase des Entstehungsprozesses beschrieben, ein bisschen. Und dann habe ich einen Text aus diesem Märchenzyklus, und ich hoffe, ich muss nicht wieder unreif kichern, jedes Mal, wenn ich diesen Text lese. Ich hoffe, dass das rüberkommt. Okay. Also, und da sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Die nachfolgenden Texte haben zum Teil einen berühmten Vorfahren. Earing oder Iring Fetchers Märchenverwirrbuch. Wer hat Dornröschen wach geküsst? Der verehrte Kollege Fetcher hat dort drei Verwirrmethoden angewendet. Die philologisch-textkritische Methode, die zum einen die verloren gegangenen Vorgeschichten zu einzelnen Märchen berichtet, zum anderen die wahre Geschichte erzählt, die im Märchen aber verderbt, uminterpretiert oder gar in ihr Gegenteil verkehrt wiedergegeben ist. Zweitens die psychoanalytische Methode, die die Märchen wie Träume auffasst. Drittens die historisch-materialistische Methode, die den Märchen ökonomische und politische Kämpfe unterliegt, die Märchen also als eine Art klassenbedingter Geschichtsschreibung sieht. Von den genannten Methoden ist in den nachfolgenden Texten die dritte kaum, also das war die mit den politischen Kämpfen, die erste wenig, das war die textkritische Methode, und die zweite sehr oft angewandt worden, das ist die Traummethode. Hinzu kamen zwei weitere Methoden, also die er eingeführt hat, die parodistische Methode, die Märchen nicht ernst nimmt und mit den Figuren und Motiven spielt, wie es gerade so kommt, die modernisierende Methode, die Märchenfiguren in unsere heutige Welt versetzt. Herausgekommen ist dabei ein Märchenbuch, mein Märchenbuch, das dem Leser neben allem Spaß auch ein bisschen ernst machen sollte. Also die Notizen. Ich und meine Märchen. 20.12. Ja, ja, die besten Ideen hat man immer hinterher. Nämlich, seit Tagen beschäftige ich mich intensiv mit Märchen und jetzt kriege ich natürlich die Motive dazu und die Gefühle dabei kaum noch zusammen. Trotzdem will ich versuchen, einige Fakten anhand des Tagebuchs, in dem auch Logo wieder mal nicht das Wesentliche steht, zu rekonstruieren. 28.10. bis 8.11. Sechs Gedichte für Hans Peter. Gedichte, meine seit je wichtigste literarische Ausdrucksform. 20. bis 23.11. Mein neuestes Lieblingsmärchen, Rotkäppchen, weil es da dem Wolf, so hieß mein Chef, an den Kragen geht. 29.11. Versuch über Don Quixote. Wichtig erscheint mir hier auch, dass ich mit Thomas nicht lyrische, episch-analytische Texte zu schreiben begann. Ach ja, das habe ich ausgelassen. Am 25.11. hat er diesen Thomas kennengelernt. Siebter bis 9.12. Hans-Peter hier, meine große Liebe, ohne Zweifel. Tagebuch. Ich möchte mal wieder von ihm träumen, um ein wenig zu wissen, was los ist. Montag, 10.11.12. Hänsel und Gretel. Erster Teil, Nacherzählung plus Kommentar. 11.12. Therapietraum, Unfalltraum, Theatertraum. Mittwoch, 12.12. Krankenhaustraum. Donnerstag, 13. auf 14.12. Hans N. ist also auch ein Text, bis zum Hänsel- und Gretel-Traum. Spätestens ab 14. Plan, Öb zu Weihnachten ein Märchenbuch zu schenken. Und dieser Öb, das muss der Therapeut gewesen sein. Der kommt später nochmal und ich, kennt ihr einen Öb? Ich nicht. Also denke ich, das ist der. Zu Weihnachten ein Märchenbuch zu schenken. Vorhanden zwei Therapiegedichte, Froschkönig, Dornröschen und der halbe Hans N. Samstag, 15.16.12. Märchen lesen und aufstellen einer Märchentypologie. Schließlich Sonntagnacht, circa 8 Stunden, 12 Märchen geschrieben, quasi automatisches Schreiben, ohne hinterher noch viel rumzukorrigieren.
Gleichzeitig ist dies das Wochenende, an dem ich Hans-Peter nicht treffe und das, an dem ich mit Hans N. nicht mehr weiterkomme. Also Hans N. ist ein Text. Dienstag, 18.12. Ab jetzt zitiere ich das Tagebuch. Den ganzen Tag nichts als Märchen im Kopf, vor allem die alten Tippen. Zu viel. Jetzt um 3 Uhr nachts, nach Huldas Thesen und dem Handbuch, ist mir schon etwas ungut. Wahrscheinlich ist auch die Hauptinspiration weg. Ich schreibe hinterher. Ja, ja, die Niederung des Schreibens, in Klammern Kafka. Morgen noch Rapunzel und dann ist Schluss. Noch was. Meiner Regression in die Arbeitslosigkeit versuche ich durch Schreiben entgegenzuarbeiten und das zurzeit ausgerechnet durch Märchen. 22.12. Nachmittags warten auf Thomas Anruf. Beschäftigungstherapie. Ich lese Band 1 der Grimmschen Märchen. Und jetzt habe ich endgültig keine Lust mehr, unbekannte Märchen aus Vollständigkeitsgründen zu lesen. Die Familienkonflikte bleiben dieselben. Vater, Kind immer noch nicht besonders oft. Und vor allem, das interessiert mich nicht mehr. 25.12. Abends keine Einfälle für die letzten paar Märchenideen. Ich geb's auf. 26.12. Rapunzel als letztes Märchen. Das finde ich auch immer interessant beim Klaus, diese inneren Kämpfe, die er immer hat, ja, und die er minutiös aufzeichnet. Also wie er auch eben auch in diesen Kisten, man hat das Gefühl, er hat sein ganzes Leben kommentiert und aufgezeichnet. Ja. Ja. Und in Phasen eingeteilt. Ja. Auch die Liebesbeziehungen. Ja. Mhm. Jetzt kommt eben dieser Text aus diesem Zyklus-Märchen. Ja. Gruppentherapie. Aus dem Tonbandprotokoll einer gruppentherapeutischen Sitzung. Anwesend, und der muss man vielleicht noch vorausschicken, der Klaus ist auch jahrelang in Therapie gegangen. Anwesend, Witta Schnee, 43, Hausfrau. Ruprecht Rumpel, 40, freischaffender Vermögensberater. Inge Jäger, 25, Büroangestellte. Heinrich Frosch, 45, Erzieher. Putti Asch, 28, Verkäuferin. Hulda Holl, 23, Hausangestellte, Rosi Roth, 19, Schülerin, Klaus Oeb, 34, Therapeut. Putti, ich möchte erst mal was zum letzten Mal sagen. Ich finde, dass Heinrich sich da ganz schön doof benommen hat. Heinrich, wieso denn? Putti, ja, da bist du nämlich am Schluss ganz schön ausgewichen. Der Ruprecht hatte seinen Zwergentraum erzählt und wir kamen auf die Ähnlichkeit mit dem Rumpelstilzchen-Märchen. Beim Gehen hast du dann noch schnell einen Gag loswerden wollen. Apropos Rumpelstilzchen, kennt ihr den schon? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass sich Rumpels Heinzchen stieß. Und als dann der Ruprecht sagte, was soll denn das? Ich mag solche Spielereien mit meinem Namen nicht. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin mir fast sicher, dass der Klaus sich das ausgedacht hat. Und als dann der Ruprecht sagt, was soll denn das? Ich mag solche Spielereien mit meinem Namen nicht. Da hast du gleich beschwichtigt, ist ja gut und es ging doch nicht gegen dich. Und als ich dann ein bisschen aggressiv sagte, Mensch, könnt ihr euch denn nicht vernünftig miteinander unterhalten? Da musstest du dann ganz schnell weg. Heinrich, ich musste tatsächlich dringend weg, weil ich mein Auto in Reparatur hatte und die schon um 6 zumachen. Ich habe sogar ein Taxi nehmen müssen, um noch rechtzeitig hinzukommen. Inge, und wann warst du dort? Heinrich, um 10 vor. Putti, na also, dann hättest du dir auch noch ein paar Minuten Zeit lassen können. Heinrich, ich wusste doch nicht, dass man um die Zeit so gut durch den Verkehr kommt. Klaus, vielleicht sollten wir jetzt doch mal wieder zum eigentlichen Problem zurückkehren. Rumpels Heinzchen. Wollen Sie sich dazu äußern, Ruprecht? Ruprecht, ja, mich hat Heinrichs Verhalten ziemlich verletzt. Witze auf anderer Leute Kosten, das ist ja nicht das erste Mal bei ihm. Heinrich, aber das war doch gar nicht auf dich gemünzt. Ruprecht, ich hab's aber so empfunden. Heinrich,
mein Gott, ich finde es ja jetzt auch nicht mehr gut. Aber zu dem Wort Rumpelstilzchen ist mir halt dieser blöde Witz eingefallen. Putti, und warum hast du ihn dann erzählt? Heinrich, weiß ich nicht. Ich fand das halt komisch. Witter, ich könnte mir vorstellen, dass Ruprecht diesen Witz so verstanden hat, als wolltest du damit andeuten, dass er homosexuell ist. Schweigen. Putti, war das so, Ruprecht? Ruprecht, ich weiß nicht. Hulda, du hast doch mal von deinem Schwiegersohn erzählt und dass du stolz bist, dass deine Tochter es was zu was gebracht hat. Mir war das damals ein bisschen zu dick aufgetragen, ein bisschen zu zärtlich für einen Schwiegervater. Ruprecht, ich mag ihn halt sehr gern. Ich gebe zu, dass ich mir so einen Sohn immer gewünscht hätte. Witter, also könnte dich die homosexuelle Verdächtigung in Heinrichs Witz doch getroffen haben? Ruprecht, vielleicht. Schweigen. Ruprecht, und hast du es denn so gemeint, Heinrich? Heinrich, nee, natürlich nicht. Ich habe in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht, dass du mit dem Rumpelstilzchen den ersten Namensteil gemeinsam hast. Es tut mir wirklich leid, dass das so gelaufen ist. Schweigen. Klaus, Heinrich, Sie haben gesagt, dass Sie den Witz komisch fanden. Was ist an dem Witz für Sie so komisch? Heinrich, naja, das Wortspiel, der Schüttelreim, wie zum Beispiel zwecks Heirat fährt die Nichte Ski, doch klappt halt die Geschichte nie. Oder nach seinem Mord an Erika floh er nach Nordamerika. Dass diese Lust am Wortspiel eine urtümlich kindliche Lust ist, die sich gegen das von der Vernunft Verbotene richtet, hat doch schon Papa Freud nachgewiesen. Schweigen. Aber Freud hat auch nachgewiesen, dass der Witz Tendenzen hat und dass er einer unbewussten, sonst gehemmten Triebbefriedigung dient. Heinrich, ja, ich weiß, ich habe doch schon gesagt, dass mir meine ungewollte Aggressivität beim letzten Mal leid tut. Witter, du, da steckt aber möglicherweise noch was ganz anderes dahinter. Heinrich, was denn? Witter, na, wer aggressiv ist, hat guten Grund dazu. Schweigen. Heinrich, soll das vielleicht heißen, dass du denkst, dass ich selber... Witter, ja. Heinrich, so ein Scheiß, darf man jetzt denn keine Witze mehr machen, ohne dass das gleich unter Psychoverdacht fällt? Putti, dürfen schon, aber dann kannst du uns nicht unsere Reaktionen verbieten. Wir sind nicht deine Heimzöglinge. Heinrich, fängt jetzt das wieder an. Rosi, Mensch, sei doch nicht so aggressiv. Du machst mir Angst, wie mein Alter. Heinrich, naja, so alt bin ich ja nun auch wieder nicht. Rosi, mein Alter ist 44 und du? Heinrich, 1:0 für dich. Schweigen. Ende des Bands. Ja, die ist offen, ja. Ja, das ist, aber das sind so Texte von ihm eben. Das ist sehr typisch mit eben das, was er auch vorher gesagt hat, mit allem Jonglieren und Spielen und mit psychischen Situationen, mit Worten, auch ganz witzig. Ja. 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 Genau, das, und die anderen Märchen sind auch so. Sind auch so. Gut, dann haben wir jetzt beispielhaft eines der Märchen gehört. Genau. Ja, dann wollen wir es so langsam ausklingen lassen? Nein, auf keinen Fall. Noch, du hast noch was auf Lager. Die bayerische Variante kommt noch. Genau. Ah ja, okay. Vom Verlieren. Du, ich will mich nicht verlieren. Ich will die nämlich nicht für mich allein haben wollen. Wenn ich mich in die verliebe und ich will die nachher für mich allein, dann hängen die Waagschalen mit unseren Gefühlen vielleicht schief. Und wir zwei mengen doch keine schärferen Sachen. Du gehörst dir und ich gehör mir. Und so soll es eigentlich auch sein. Aber
irgendwas haut da nicht hin. Drum, geh her zu mir. Du, ich mag dich. Wird der Wärter sein Löwen, weil er weiß, dass er keine Gitter braucht hat. Wird der Kini sein Sohn, weil das einmal sein Stei, weil der einmal sein Stei einnehmen wird. Wird der Taxifahrer einen lieben Fahrgast, weil sie beide von der Fahrerei profitieren. Wird der Bäcker einen Metzger und der Erm, weil sie nett sind. Und so sie brauchen zwingend ein Wurstbrot. Und wir alles das miteinander. Und noch ein Stückchen mehr. Heute wird der Klaus an Thomas. Liebenswerte kleine Gedichte, ja. Gibt es noch viel zu entdecken, denke ich mal, oder? In den Kisten. Ja. Hast du noch was entdeckt? Ich hätte jetzt noch was zum Abschluss. Das ist auch aus einem der Bücher. Ja, der wenigen Bücher, wo er wirklich mal publizierte. Ja. Und wie ich so ein bisschen durchgeblättert habe, habe ich gesehen, da hat er auch eine bayerische Version gehabt. Mhm. Aber ich finde da die, jetzt hätte ich fast gesagt, deutsche besser. Ja, eigentlich. Ermutigung. Manchmal morgens oder sommers wachsen in mir kleine Flügel. Dann wage ich's in Gedanken, mich vom Vorgebirg hinwegzuheben, der Sonne entgegen, unter mir das weite Meer. Dieser Anblick stärkt meine Flügel für das nächste Mal. Klingt ein bisschen nach Konstantin Becker fast, geht die Prosa. Das war diese Zeit. Ja. Darf ich was fragen? Ja. Inwieweit hat der Klaus euch da so an den literarischen Texten teilhaben lassen? Weil ihr gesagt habt, dass er nicht viel veröffentlicht hat, aber im Privaten hat er euch das gezeigt? Oder? Ja, in dem Kurs, wo ich war, war es dann so, dass wir uns gegenseitig immer eine Überschrift gegeben haben, zu der man was schreiben musste. Und da hat er auch geschrieben und vorgelesen, genau. Also, ja. Das war jetzt aber im Kurs, also das war er der Lehrer und ihr habt sozusagen mit ihm zusammen Texte geschaffen. Ja, ja. Das war jetzt nicht so, meintest du jetzt eher bei sich zu Hause und ergrütest über den Text? Gar nicht. Nein. Also wir haben dann lange noch nach dem Volkshochschulkurs eine Schreibgruppe gehabt, wo das eben so war, dass man sich gegenseitig Aufgaben gestellt hat oder wir haben auch, was sehr lustig ist, immer weitergeschrieben, ein Krimi, wo jeder immer nur den letzten Satz sieht und dann ein paar Sätze schreibt und also solche Schreibexperimente gemacht, aber dass er jetzt irgendwie uns was vorgelesen hätte, nein. Nee, der war so durch und durch bescheiden, das war, sowas hat er nicht gemacht. Und an Fächern hatte er neben Geschichte dann Deutsch. Du brauchst ja zwei Fächer. Ja, mit Sicherheit Germanistik. Ja. Romanistik und Geschichte. Ja, okay. Und wahrscheinlich war es Sozialkunde oder sowas. Achso, drei Fächer, ja, geht auch. Das gab, ja. Aha. Sagt dir der Name Rüdiger Berg etwas? Kommt der in den Aufzeichnungen vor? Bekannt kommt er mir schon vor. Das war mein Partner von 82 bis 86. Der war mit dem Klaus Titel befreundet, nach dem Gustav Angstmann. Deshalb frage ich nach, hätte ich gedacht, gehen vielleicht davon, das hat mich jetzt ja alles an den... Also den Namen kommt mir bekannt vor. Das heißt das anders, der ist nach Berlin gekommen, der hat sich umgetauft. In was? Der hieß jetzt Kirchen, der hat eine Frau geheiratet. Kontakt hatte ich aber schon lange verloren. Aber damals hieß er Rüdiger Berg. Damals hat er auch ein Buch publiziert. Ja, genau. Das ist auch drin. Das ist auch noch zu Hause, ja. Richtig. Das, genau. Mich erinnern, der Name sagt mal was von der Sichtung damals. Ja. Und das heißt da Rüdiger Kirchner nach seiner Ehefrau. Ich weiß aber nicht, ob der überhaupt noch lebt. Der ist 1944 geboren. Also ich habe den ungefähr 2007, 2008 das letzte Mal gesehen.
aber der Kontakt hat sich verloren, habe ich gedacht, willst du dich an die Namen nein, melden? Nein, leider, ja. Leider. Das war auch eine Zeit, das war glaube ich noch bevor der Daniel da gewohnt hat, dann aber da auch noch, aber nicht so intensiv. Da waren ständig ganz viele Männer in der Wohnung vom Klaus, die dann da auch übernachtet haben oder auch nicht oder keine Ahnung. Und das Zimmer, hat ständig jemand gewohnt. Also es waren immer wieder andere. Ja, also zu der Zeit, wo ich da eingezogen bin, war das dann eigentlich nicht mehr der Fall. Es gab halt immer die alljährlichen Besuche zum Oktoberfest. Oktoberfest, das ja, war immer, genau. Da war natürlich immer großer Ran, wenn man in München eine Unterkunft hat. Ja. Und die kamen, die Bekannten meistens aus Berlin oder zumindest aus den nördlicheren Gefilden. Ja, aber so früher war das halt, wenn die da waren, dann kamen auch wieder welche, die noch von früher kannten. Und also da war ein Kommen und Gehen wie am Taubenschlag. Ja. Und also ich meine, es hätte eine schwule Schreibgruppe auch gegeben, wo er mit dabei war, wo Rüdiger Berg dabei war. Ich habe den mit Sicherheit auch gesehen. Ich kann mich nur nicht mehr an sein Bild erinnern. Ich erinnere mich noch aber ganz gut an einen, das war dann das Ende der Beziehung, einen Aufenthalt 86 im Landhaus in der Toskana bei Gustl Angst. Das war also das Ende der Beziehung. Weiß ich. Dann, das kann ich mich auch nicht erinnern, an den Klaus Siegel. Der war immer im Gespräch, die haben sich auch getroffen, in den Räumen des HSG, glaube ich auch. Dieses Keller-Journal haben die zusammen gemacht. Aber ich kann es nicht ganz genau sagen. Mit Sicherheit habe ich den damals auch getroffen, aber ich habe kein Bild mehr von ihm vor Augen. Wir haben ein paar Bilder hier, die können wir dir mal zeigen. Ja, ja, genau. Bilder sind viele da. Ja, genau. Es sind wirklich viele, auch aus der Referendarzeit. Und da rentiert sich alle mal nochmal reinzuschauen. Auch was so die Quellen jetzt vielleicht für die Hackgeschichte angeht. Ich habe schon mal gesagt, der Klaus war ja ein Mensch, der ressourcenschonend gearbeitet hat. Ja. Das heißt, es wurde alles, soweit es irgendwie ging, auch wiederverwendet. Und deswegen gilt es auch bei der Sichtung des Nachlasses höllisch aufzupassen auf die Rückseiten. Okay. Also es kann durchaus sein, dass ein Flugblatt auf der Rückseite anderweitig verwendet wurde. Und das gilt auch für die Tagebücher. Mhm. Ich habe damals bei der Zusammenstellung der Kisten peinlichst drauf geachtet. Mhm. Ich habe mir wirklich alles angeschaut, dass ich auch keine Rückseite übersehe. Aber ich habe die Tagebücher halt nicht studiert. Und deswegen, da rentiert sich sicherlich nochmal ein zweiter Blick. Vielleicht taucht da nochmal was auf. Wir haben ja gesehen, das sind nicht nur Klatten, sondern da hat er auch viele Blätter eingelegt, die er zusätzlich einfach noch geschrieben hatte, und da kann schon noch einiges dabei sein. Ja. Aber es sind ja 40 Bände oder so, ich schätze mal. Wir brauchen etwas Geduld, und vielleicht, Norbert, wenn du auch mal Zeit hast, kannst du da auch gerne einen Blick reinwerfen, weil die Zeit ist dir ja auch vertraut. Ja. Wollen wir langsam zum Schluss kommen? Ich sage nichts mehr. So, nichts mehr. Wir sind auch kurz vor 9, das heißt, wir haben gute 1,5 Stunden jetzt beisammen gesessen. Gell, Sarah? Das kommt gut hin, ja. Und damit bedanke ich mich bei allen, bei dir, Barbara, bei dir, Daniel, und bei dir, Wolfgang, für diesen doch sehr erkenntnisreichen und auch ansprechenden Abend. Dankeschön. Ja, vielen Dank.